اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir werden inshallah ta'ala heute mit den ersten Worten anfangen in Al-Aqidah al-Tahawiyya. Wir haben letztes Mal die Einleitung gemacht, wir haben kennengelernt, wer ist Imam Tahawi, und wir haben über die einleitenden Worte von diesem großen Gelehrten gesprochen. Und heute möchte ich, ohne viel Zeit zu verlieren, gleich in seine Aussprüche weitergehen. Er sagt als allererstes: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. Er sagt, wir sagen über den Tawhid Allahs, indem wir die Aqidah darauf machen, mit dem Erfolg Allahs. Er sagt, mit dem Erfolg, den uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, sagen wir mit voller Überzeugung zweifelslos über den Tawhid Allahs. Yani jetzt möchte er über die Einheit Allahs sprechen. Und er sagt hier was? Naqulu mu'taqidina. Er sagt, wir sagen, indem wir was? Die Aqidah darauf machen. Das bedeutet, yani mit voller Überzeugung, ohne Zweifel. Yani nicht, dass jemand denkt, okay, es genügt, das einfach so zu sagen. Nein, mit totaler Bestätigung im Herzen. Denn was sagen wir? Was ist der Iman? Tasdiqun bil jinan. Wenn wir sagen, wir reden jetzt über die Glaubensfundamente, wenn wir sagen, wir haben Iman, wir machen die Aqidah darauf, tasdiqun bil jinan. So bestätigen wir das zweifelslos in unserem Herzen, wa iqrarun bil lisan, und geben das auch immer von unserer Zunge wieder. Also wir bekennen uns in jeder Lage in unserem Leben dazu, zu diesen Fundamenten. وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ, und das verüben wir dann in unserem Leben aus. Das heißt, wir nehmen diese Inhalte, bestätigen sie mit dem Herzen, geben sie von der Zunge so aus, und danach werden unsere Körperteile damit Taten vollziehen. Wir nehmen es mit in unser Leben. Das sagt er mit نَقُولُ مُعْتَقِدِينَ. Und was macht er? Über was möchte er sprechen? فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ, über das Wichtigste, über das Wichtigste Gebot, das wir haben, der Tawhid, die Einheit Allahs. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Vielleicht zu euch, für euch als Information, ich habe hier von ein paar Shuruh, habe ich die PDF runtergeladen, also von ein paar Erläuterern von dieser Aqidah, habe ich die PDF runtergeladen, um von dort Nutzen zu ziehen, so, um von dort Informationen rauszuholen, damit ich mir nicht viel aufschreiben muss, sondern von ihrem Sharh zu Nutzen ziehen kann. Und deswegen werde ich immer wieder hier Informationen rausnehmen und euch wiedergeben aus von den Informationen, die uns die Shuruh gegeben haben, von den Erläuterungen von ihnen. Was sagt Allah Azza wa Jalla beispielsweise? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Er sagt, es gab keinen Propheten, den wir vorher nicht entsandt haben und dem nicht die Offenbarung gegeben haben, dass es keine Gottheit gibt, außer mich. Außer mich. Also was? Fa'budun. So dient einzig und allein Allah. So dient einzig und allein Allah. Und jetzt geht er auf diese Sachen ein und sagt, mit dem Erfolg, den uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, bitawfiqillah. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn alles, was wir an Erfolg in unserem Leben haben, ist immer bitawfiqillah. Mit dem Erfolg, den uns Allah Azza wa Jalla gibt. Was sagt Allah Azza wa Jalla? يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah leitet den zu seinem Licht, zu seiner Errettung, zu seinem Wohlgefallen, zu der, zum Paradies, zu seiner Religion, den wo er, مَنْ يَشَاءُ, den er will. Deswegen müssen wir immer Dankbarkeit zeigen und niemals vergessen, dass egal was wir, Erfolg in der Religion, Erfolg im Diesseits, Erfolg für das Jenseits, egal was wir erreichen in unserem Leben, alles geschieht mit Tawfiqillah, indem das Allah Azza wa Jalla uns dorthin rechtleitet, uns diesen Erfolg beschert. Der Erfolg kommt einzig und allein von Allah Azza wa Jalla, und das lesen wir aus diesem großartigen Gelehrten heraus, wie er
von sich zugibt, dass es nicht von ihm kommt, sondern dass er darüber sprechen kann, auf diese Aqida ist. Und dazu müssen wir auch sagen, dass wir diese Sachen heute lernen, dass wir hier drauf sind, ist nur, dass Allah Azza wa Jalla uns hier recht geleitet hat. Dass ihr dieses Video anschaut, ist, dass Allah Azza wa Jalla uns was? Recht geleitet haben, dass wir uns von solchen nützlichen Videos oder von solchen nützlichen Büchern unseren Nutzen ziehen und unsere Religion, Alhamdulillah, kennenlernen. So sagt er, mit der Erlaubnis, mit dem Erfolg, den uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, sagen wir was mit seiner Rechtleitung? Inna Allaha wahidun la sharika lah. So sagt er, Allah ist wahid, ist ein einziger. Allah ist einer und er hat keinen Partner. Allah hat keinen Partner. Wir sehen, dass Allah Azza wa Jalla einmal von seinen Eigenschaften bekannt gibt, dass er was ist? Wahid und Ahad. Zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jalla was im Koran? Er sagt, Wallahu al-Wahid al-Qahhar. Hier beschreibt sie Allah mit Wahid, al-Wahid. Und genauso sagt er aber auch, Qul huwallahu Ahad. Die Sura, die wir alle kennen, Suratul Ikhlas. Dort sagt er, Allah ist was? Ahad. Also wir sehen einmal Ahad und Wahid. Ahad ist eine Zahl, die kein Plural hat. Ahad. Es gibt kein Plural von Ahad. Und Allah Azza wa Jalla benutzt auch das für sich. Und die Gelehrten erläutern das. Sie sagen, Inna Allah Ta'ala Ahadun fi dhatihi. Wenn wir über Ahad sprechen, dann geht es um das Wesen Allahs. Allah ist in seinem Wesen Ahad. Er ist ein einziger in seinem Wesen. Und wa wahidun fi sifatihi. Und in seinen Eigenschaften ist er wahid. Das heißt, Allah Azza wa Jalla in seinem Wesen ist er unvorstellbar. Denn es ist etwas ganz Eigenartiges mit nichts zu vergleichen. Dazu werden wir noch kommen später. Oder er sagt gleich danach was? Wala shay'a mithluhu. Nichts ist Allah Azza wa Jalla gleich. Also nichts ist ihm ähnlich, nichts ist ihm gleich. Und da lässt er sich höchstwahrscheinlich von welchem Vers inspirieren? Laysa kamithlihi shay'un. Allah Azza wa Jalla sagt das im Koran selber über sich. Nichts ist ihm gleich, nichts ist ihm ähnlich gleichzustellen. Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala. Nichts ist ihm gleichzustellen. Und er ist in seinem Wesen Ahad. Etwas Einzigartiges, was wir, egal wie sehr wir uns diese Sache versuchen würden vorzustellen, wäre das unmöglich. Es wäre unmöglich. Und deswegen sagt auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, La tafakkaru fi dhatillah. Denkt nicht über das Wesen Allahs nach. Denkt nicht über das Wesen Allahs nach. Über was sollen wir nachdenken? Tafakkaru fi ala'illah. Denkt über die Hoheit Allahs nach. Denkt über seine Eigenschaften. Schaut. Schaut in die Himmel. Schaut auf die Erde. Schaut auf Allahs Macht. Schaut da, wer ist Allah? Welche Eigenschaften besitzt er? Denn in seinem That, egal was wir, in seinem Wesen, egal was wir uns überlegen würden, wir würden niemals darauf kommen können. Unser Gedanke, unser Wissen reicht dazu nicht aus. Niemals können wir uns Allah Azza wa Jalla vorstellen. Er ist über unsere Vorstellungskraft. Deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, denkt nicht über das Wesen Allahs nach. Und das ist sogar das, wo die meisten Leute in Spaltung kommen. Wo die meisten Menschen in Streitigkeiten kommen. Weil sie anfangen über das Wesen Allahs oder versuchen über das Wesen Allahs zu sprechen und versuchen Allah Azza wa Jalla gewisse Sachen zuzuschreiben, die eigentlich über unsere Vorstellungskraft sind, aber sie versuchen, das zu Wort zu bringen oder in die Bücher einzupflegen und so kommt Spaltung. Immer wenn Spaltung kommt, kommt es leider in den Definitionen, wo die Menschen versuchen, über das Wesen Allahs zu sprechen. Doch was sagen wir? Wir sagen, La tafakkaru fi dhatillah. Nach der Sunna sprechen wir nicht oder denken nicht, bemühen uns nicht, versuchen, ein Bild über das Wesen Allahs Azza wa Jalla zu machen. Denn, wie der Gelehrte hier auch im nächsten Punkt sagt, وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ. Nichts ist Allah Azza wa Jalla gleichzustellen. Nichts ist gleichzustellen. Also gehen wir hin, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und sagen, تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ. Denkt an die Hoheit Allahs, an seine Eigenschaften, an seine Macht, an seine Qudra. Und so sagt Allah Azza wa Jalla, und das ist auch wichtig, die Shuruch schreiben das auch, in ihrem Scherh, dass wir, wenn wir mit Menschen sprechen, weil hier sagt er was? Inna Allaha wahidun la sharika lah. Wir sprechen darüber jetzt, über den Tawhid Allahs, dass er keinen Partner hat, dass er der einzigste Schöpfer ist. Und wenn wir versuchen, den Menschen das nahe zu bringen, dann müssen wir es auf ihre Methode machen. Das bedeutet, du kannst nicht
mit einem Christen reden und ihm Beweise aus dem Koran versuchen zu bringen, denn er glaubt gar nicht an den Koran. Oder wenn du mit einem Philosophen redest. Du musst, wenn du mit einem Christen redest, musst du dich in seine Lage versetzen, aus seiner Brille schauen. Wenn du mit einem Philosophen sprichst, in seine Lage versetzen, aus seiner Brille sprechen. Du musst wissen, wie er denkt, und so musst du auf ihn zugehen. Und so sagt Allah Azza wa Jalla zu den Menschen im Allgemeinen, was? Inna fi khalqi samawati wal ard. Wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde. واختلاف الليل والنهار im Wandel von Tag und Nacht لآيات لأولي الألباب. Dort gibt es für diejenigen, die ihr Verstand nutzen, was? Große Zeichen, große Beweise. Wenn wir nachdenken, die Himmel, die Erde und all über diese Schöpfungen nachdenken, so werden wir Beweise für die Existenz von Allah Azza wa Jalla finden. Und so müssen wir auch hingehen. Wir, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat uns Iman gegeben. Wir gehen hin und schauen in den Himmel und die Erde mit Iman. Wir haben den Iman und schauen mit Iman auf die Natur, auf die Atmosphäre, auf die Tiere, auf die Menschen, auf die Schöpfung, schauen wir mit Iman, Alhamdulillah. Und genauso müssen wir anregen, die Menschen, die nicht an Allah Azza wa Jalla glauben, auch in den Himmel und die Erde zu schauen und zu sagen, philosophiere über diese Sache. Philosophiere und denke dir mal über das Universum nach. Denke über das Universum nach. So ist hier eine sehr, sehr schöne Sache überliefert. So wurde ein Wüstenaraber gefragt, Kayfa araft Allah? Wie hast du Gewissheit sozusagen über Allah Azza wa Jalla bekommen? Wie bist du dir überzeugt gewesen, dass Allah Azza wa Jalla existiert, dass ein Schöpfer hinter all diesem steckt? Und er sagte, Al-Ba'aratu tadullu al-Ba'ir. Wenn du in der Wüste läufst und du siehst, dass ein Kamel kodiert hat, also sein Code gemacht hat, macht er das als Symbolik, dass er dort war. Er sagt, ich war hier. Oder wenn wir hier in Deutschland sind, wenn wir rausgehen und sehen, ein Hund macht seinen Kot an eine gewisse Stelle, so markiert er seinen Platz. Er sagt, ich war hier, das ist mein Platz, hier war, bin ich gelaufen. Er sagt, ich war hier. Und wenn du das siehst, obwohl du den Hund nicht siehst, weißt du, der Hund war da. Das ist das Anzeichen dafür, dass der Hund da ist. Genauso, وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَصِيرِ. Genauso, wenn du Fußabdrücke siehst, was? Zeigt das dir, dass jemand hier vorbeigelaufen ist. Und dann schaust du, فَسَمَاءُنَ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ. Und du gehst hin und schaust in die Himmel, die Erde, die Himmel, die Sterne, die Planeten, die Galaxie, du schaust in die Himmel raus, in die Wolken und, denkst über all das nach, schaust auf die Erde, die Wege, die Berge, die Flüsse, die Meere, die Tiere, die Menschen, der menschliche Körper, denkst über all das nach. Und dann sagt er, فَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ. Ist das dann nicht, zeigt das dir denn nicht auf, dass hinter all dem etwas stecken muss? Dass hinter all dem jemand steckt, der über all das allkundig bewusst ist? Allahu Akbar. Und so, wenn jemand mit offenen Augen, mit einem offenen Herzen über all diese Sachen nachdenkt, so wird er feststellen, dass hinter all dem jemand steckt mit den vollkommensten Eigenschaften. Und das ist Allah Azza wa Jalla, der Wahidun fi sifatihi, der ein einziger in seinen Eigenschaften ist, mit seiner Vollkommenheit. Niemand ist Allah Azza wa Jalla gleichzustellen, seine Eigenschaften. Ja, es kann sein, jemand ist auch barmherzig, doch niemand ist so barmherzig wie Allah Azza wa Jalla. Niemand ist in dem Maß in seinen Eigenschaften wie Allah Azza wa Jalla. Wir haben Wissen, unser Wissen ist begrenzt, doch Allahs Wissen ist unbegrenzt. So ist er über all dem, was wir uns vorstellen können. وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ. Und genauso, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, die der Gelehrte hier geschrieben hat, إِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. So ist Allah was? Wahrlich? Die einzigste Gottheit. وَرَبٌ وَاحِدٌ. Und der einzige Herr, der existiert. لَيْسَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ شَرِيكٌ. So akzeptiert Allah Azza wa Jalla keinerlei Partner, weder in seiner Göttlichkeit noch in seiner Herrlichkeit. Yani, wir sehen aus dem Koran heraus einmal, dass Allah Azza wa Jalla sich als Ilah vorbringt und sagt, ich bin euer Ilah. Und genauso auch, ich bin euer Rabb, ich bin euer Herr. Yani, es geht einmal um die Uluhiyya und einmal um die Rububiyya. Was ist die Uluhiyya? Uluhiyya können wir so uns merken, Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dass wir unsere gottesdienstlichen Handlungen einzig und allein Allah Azza wa Jalla widmen. Dass wir unsere Bittgebete zu Allah Azza wa Jalla sprechen. Dass unsere Gebete, unser Fasten, unser ganzes Leben um den Wohlgefallen Allahs geht. Egal welche gottesdienstliche Handlung du machst, wenn du nicht die Absicht hast, Allah Azza wa Jalla das zu widmen, so ist das was? Das ist Schirk in der Uluhiyya zu Allah Azza wa Jalla, in seine Göttlichkeit. Denn er ist der Einzige und er akzeptiert nicht, dass du etwas anderes
in deiner gottesdienstlichen Handlungen anbetest außer Allah Azza wa Jalla. Und genauso in seiner Rububiyya, Ifradullahi Ta'ala bi af'alihi. Genauso, dass du die Taten Allah zuschreibst. Du bist dir bewusst, dass es keinen gibt, dessen Worte maßgebend ist außer Allah. Dein Maßstab ist in deinem ganzen Leben Allah. Allah gibt dir Urteile und seine Urteile sind das höchste Maß für dich. Das ist das, was du anstrebst. Das ist das, dein Ziel. Das wünschst du dir auch für die ganze Menschheit, dass die Menschen das erkennen und nach den Urteilen von Allah Azza wa Jalla leben und mit diesen Urteilen zufrieden sind und auch mit diesen Urteilen aussprechen und das so ausüben, wie es Allah Azza wa Jalla uns bestimmt hat, dass er der einzigste Versorger ist, dass er unser Schöpfer ist, dass er der Einzige ist, der uns Nutzen geben kann und der Einzigste ist, der es bestimmen kann, dass uns ein Schaden trifft. Alles obliegt Allah Azza wa Jalla. Die Herrschaft, seine Herrlichkeit, einzugreifen ist ihm und er ist die Autorität, die du in deinem Leben anstrebst. Und genauso, وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ. Und nichts kann Allah Azza wa Jalla was? Nichts kann Allah Azza wa Jalla unfähig machen. Nichts kann Allah Azza wa Jalla schaden. Allah macht, was er will. لَا تَدُرُّهُ شَيْءَ. Nichts kann Allah schaden. Egal, was die Menschen machen, sie können niemals Allah Azza wa Jalla einen Schaden zufügen. Es ist immer in seiner majestätischen Form und niemand kann ihm weder einen Schaden zufügen oder ihn unfähig zu etwas machen. Wallahu ala kulli shayin qadir. Denn Allah ist zu allem fähig. Allah Azza wa Jalla ist zu allem fähig. Und so müssen wir über Allah Azza wa Jalla nachdenken und müssen ihn bewusst sein, dass er in den vollkommensten Eigenschaften ist. Und da reicht es schon, wenn man über die Natur philosophiert und nachdenkt. So wie es auch Ibrahim alayhi salam gemacht hat. Was sagt Ibrahim alayhi salam? فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي. Er sagt, zu seiner Zeit beten sie was? Die Sterne an. Und er schaut, die Sterne gehen vorbei. Auf einmal verschwinden die Menschen für Sterne. Und er sagt, das soll mein Herr sein. Das soll mein Herr sein. Etwas, was vergeht. Er sagt, nein. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Er sagt, nein, ich liebe nicht diejenigen, die vorbeigehen. Ich liebe Allah, einen Schöpfer, der nie vorbeigeht. Das kann nicht mein Schöpfer sein. Der verschwindet. Allah Azza wa Jalla verschwindet niemals. Allah ist was? Allah ist unsterblich, unvergänglich. Er braucht keinen Schlaf, er braucht keine Ruhe, nichts. All diese Eigenschaften hat nicht Allah. Allah ist majestätisch, er ist nicht bedürftig von Essen, Trinken, er ist nicht schwach, er muss sich nicht ausruhen, er wird nicht müde. Allah ist vollkommen. Das ist ein Allah, den ich anstrebe. Das ist ein Allah, der mein Schöpfer sein kann. Er ist nicht jemand, der verschwindet oder bedürftig ist. Im Gegenteil, er ist as-samad. Alles ist von Allah Azza wa Jalla bedürftig und er ist von niemandem bedürftig. Das ist ein Herr, den man anstreben muss. Und deswegen müssen wir auch immer wieder, wenn wir wirklich mit diesen Menschen konfrontiert sind, mit Christen oder Juden oder Atheisten, Deisten, Philosophen, egal was, wir müssen anfangen, ihre Brille kennenzulernen. Nachdem wir sie kennengelernt haben, müssen wir hingehen und mit ihrer Methode rausgehen und sagen, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Geh raus, schau, was ist in den Himmeln und der Erde. Und dann müssen wir mit ihren Gedanken gut auf sie zugehen und mit ihrem Gedanken gut sie konfrontieren. Denn sie glauben nicht so wie wir. Wir sind Iman, Alhamdulillah. Wir sagen, Allah sagt und wir glauben. Wir sind überzeugt, wir haben Yaqin, wir haben Gewissheit. Doch, dies muss man erst erlangen. Dies muss man erst erlangen und dazu muss man den Blickwinkel, das Wissen von ihnen kennen, wie sie denken und schauen, wo sind die Problematiken, wo kann ich sie dazu leiten, dass der Shaitan, dass sie von dem Shaitan abweichen und zur Rechtleitung blicken können. Natürlich ist endgültig es Allahs, die Entscheidung von Allah Azza wa Jalla, ob er die Rechtleitung bekommt oder nicht. Also, inna Allah wahidun la sharika lah. Allah ist ein Einziger, er hat keinen Partner. Wala shay'a mithluhu. Nichts ist Allah gleich. Er ist niemandem und nichts ähnlich, weder seine Eigenschaften noch sein Wesen. Wala shay'a yu'jizuhu. Nichts kann ihn unfähig machen. Niemand kann ihm schaden. Niemand kann ihn unfähig stellen. Er ist zu allem fähig. وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Und es gibt keine Gottheit außer ihn. Alhamdulillah. Danach sagt er, قَدِيمٌ بِلَا إِبْتِدَاءٍ. Und er ist auf ewig schon vorhanden. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. Er ist schon ewig schon vorhanden. Wenn Allah Azza wa Jalla hier Awwal sagt, dann ist das nicht zeitlich begrenzt, sondern zeitlich unabhängig. Es ist zeitlich unabhängig. Er ist schon ewig vorhanden
Und genauso da imam bila intihain. Und ohne ein Ende zu haben, ist er auf ewig. Er ist ewig schon vorhanden und ist auf ewig. Warum? Was sagt der Gelehrte? لأنه لو كان حادثا لفتقر إلى محدث. Denn wenn er nicht ewig wäre, wenn er später gekommen wäre, dann müsste hinter ihm jemand stecken, der ihn erschaffen hat. Denn das ist immer so. Wenn etwas erschaffen ist, dann muss dahinter etwas sein. Doch Allah ist auf ewig Qadim, schon immer da gewesen, zeitlich. Unabhängig von Zeit. Unabhängig von Zeit war er. Bevor es Zeit und Ort gab, existierte schon Allah Azza wa Jalla. Er ist schon ewig da gewesen und wird auch ewig sein. الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ هَلَاكِ كُلِّ شَيْءٍ. Nachdem alles zerstört ist, wird Allah Azza wa Jal immer noch da sein. Immer noch da sein. Er ist auf ewig schon vorhanden und wird auf ewig immer vorhanden sein. قَدِيمٌ بِلَا إِبْتِدَاءٍ. Auf ewig gibt es ihn ohne einen Anfang. دَائِمٌ بِلَا إِنْتِهَاءٍ. Und er ist auch auf ewig vorhanden, ohne ein Ende. هو الأول والآخر, sagt er in seinem Buch. لا يفنى ولا يبيد. Weder verschwindet er, noch hat er ein Ende. Noch wird es ein Ende geben, wie ich gerade eben gesagt habe. الذي يبقى بعد هلاك كل شيء. Und auch wenn nichts mehr existiert, so wird Allah Azza wa Jalla weiterhin existieren. Alles kann verschwinden, nur Allah Azza wa Jalla eins und allein nicht. Und danach sagt er, وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. Und nichts geschieht außer dem, was er möchte. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. Und nichts geschieht außer dem, was Allah Azza wa Jalla möchte. Das, was er möchte, wird geschehen. أَنَا أُرِيدُ وَأَنْتَ تُرِيدُ. Ich möchte etwas, du möchtest etwas. Doch, وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Doch Allah Azza wa Jalla macht, was er möchte. Allah Azza wa Jalla, am Ende geschieht das, was Allah Azza wa Jalla möchte. Wir haben oft die Absicht auf gewisse Sachen, doch letztendlich geschieht alles nur das, was Allah Azza wa Jalla macht, und seine Taten sind nicht zu hinterfragen. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, sagt Allah Azza wa Jalla über sich in seinem Buch, im Koran. Er sagt, er macht, was er will. Allah Azza wa Jalla macht, was er will. Sicherlich ist hinter allem eine Weisheit, doch wir sehen es vielleicht nicht, wir wissen es vielleicht nicht, doch يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, er kann machen, was er möchte. Er ist nicht begrenzt und es geschieht nur das, was Allah Azza wa Jalla möchte. Nicht ich, nicht du entscheidest, Allah, dein Schöpfer, entscheidet, was geschieht. Und es ist für ihn keine Schwierigkeit. Allah sagt, إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Wenn Allah Azza wa Jalla möchte, dass etwas geschieht, wenn er möchte, dass etwas passiert, dann genügt es, dass er sagt, sei und es passiert. Er sagt, sei und es passiert. Alhamdulillah. Deswegen, sei niemals in Zweifel. Denk niemals, etwas ist unmöglich. Sei dir immer bewusst, Allah ist dein Herr und Allah muss nur sagen, sei und es passiert. Es gibt kein Unmöglich, wenn du Iman hast. So verinnerlich den Iman und sag einfach, Ya Rab, ich wünsche mir das. Und äußere dich sicher. Sage, Ya Rab, das und das Problem habe ich. Das und das wünsche ich mir. Und mach deine Hände auf und sei dir bewusst, Allah ist zu allem fähig. Und niemand kann Allah Azza wa Jalla unfähig machen. Niemand kann Allah Azza wa Jalla schwach dalassen. Allah Azza wa Jalla ist zu allem fähig. Wallahu ala kulli shayin qadir. Er muss nur sagen, kun. Er muss nur sagen, sei. Und es geschieht. Alhamdulillah. Wir haben die ersten 7 Aussätze gelesen. Inshallah ta'ala werden wir im nächsten Unterricht weitermachen. Möge Allah Azza wa Jalla uns Lehren daraus ziehen lassen und die nächsten Unterrichte uns segnen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.